Willkommen bei der Rallye Stemweder Berg. Hier startet gerade Christian Riedemann, der kommt ja hier aus der Gegend. Und für ihn und Beifahrer Nico Otterbach geht es um nicht weniger als den Sieg in der deutschen Rallye-Meisterschaft. Als wäre das Finale nicht schon spannend genug, spielt das Wetter nun auch noch mit. Es wird heute Abend Regen geben und wer die richtigen Reifen wählt, der wird natürlich vorne dabei sein. Morgen dann den ganzen Tag Sonne und da wird es auf die Fahrer ankommen. Da haben dann alle gleiche Bedingungen und im Moment ist überhaupt nicht klar, wie das hier ausgeht. Denn Christian Riedemann muss genauso gewinnen wie Marian Griebel, um deutscher Meister zu werden. Und die beiden, die dahinter lauern, die hätten auch noch ihre Chancen, wenn denn vorne jemand ausfällt. Also sehr viel Wenn und Aber. Und in der DRM 2 sieht es nicht anders aus. Durch die Ausfälle von Martin Christ und Raphael Sulzinger hat Alexander Kattenbach tatsächlich reelle Chancen, hier DRM 2 Meister zu werden. Das wollen Martin Christ und Raphael Sulzinger natürlich verhindern. Also schauen wir, wie es ausgeht. Es wird auf jeden Fall ein spannendes Rennwochenende. Hier nochmal zur Erinnerung der Status quo nach dem letzten Lauf. Christian Riedemann führt die Tabelle an, Marian Griebel knapp dahinter. Und sowohl Julius Tannert als auch Philipp Geipel könnten nur noch Meister werden, wenn vorne einer ausfällt. Christian Riedemann und Nico Otterbach starten noch im Trockenen. Auf der WP beginnt es dann zu regnen und zwar reichlich. Reicht auf WP1 für Platz 2, allerdings nur mit einer halben Sekunde Rückstand. Und schon wird gerechnet, was müssten die beiden denn nun eigentlich rausfahren, um deutscher Meister zu werden? Ja, wir müssen am Ende des Tages oder am Ende der Rallye entweder die Rallye gewinnen oder die Powerstage, wenn Marian jeweils Zweiter wird oder Erster wird. Also es wird sehr, sehr spannend dieses Wochenende. Die beste Konstellation wäre, wenn der Julius oder der Philipp gewinnen und wir dann einen Platz hinter Marian sind. Das würde auch noch gehen, weil der Platz 1 hat halt deutlich mehr Punkte als der Platz 2 in der Gesamtwertung. Deswegen muss man auf jeden Fall Samstagabend den Taschenrechner zur Hand nehmen. Klingt kompliziert, aber alles Rechnen bringt ja jetzt auch noch nichts. Fahren, gewinnen, Punkte sammeln, abgerechnet wird, wie Christian schon sagte, am Samstagabend. Marian Griebel und Tobias Braun holen sich den Sieg auf der Wertungsprüfung 1, in der zweiten nicht, auf der dritten dann allerdings wieder. Passt fast zur pragmatischen Herangehensweise von Marian. Nee, ich muss nicht rechnen. Ich will alles gewinnen, so wie die letzten zweimal auch und dann braucht keiner mehr rechnen. Es hat eine Woche hier, glaube ich, keinen Tropfen geregnet und während der ersten Prüfung fängt es dann an. Also spannender kann es, glaube ich, nicht sein. Wir haben eine gute Mischung gefunden aus 3 Slicks und 3 Regenreifen. Da bin ich ganz glücklich mit und bis jetzt sind wir zufrieden. So richtig glücklich sind Julius Tannert und Frank Christian vermutlich nicht. Das liegt aber nach wie vor am Ausfall bei der Rallye Mittelrhein. Ohne den würden sie hier locker um die Meisterschaft mitfahren. Am Freitagabend 2 dritte Plätze und der Sieg auf Wertungsprüfung 2. Naja, aus unserer Sicht wollen wir um Gesamtsieg fahren. In der Meisterschaft ist es für uns aus eigener Kraft ganz schwer. Wir können aus eigener Kraft gar nicht gewinnen. Wir müssen also auf den Fehler der anderen hoffen. Aber nach einer schwierigen Saison oder eigentlich nach einer guten Saison mit einem Sieg und 2 zweiten Plätzen wollen wir hier noch ein gutes Ergebnis einfahren. Klar, mit dem Ausfall zur Rallye Mittelrhein haben wir so ein bisschen das Heft aus der Hand gegeben, hier aus eigener Kraft im Titel zu fahren. Aber ja, es wird denke ich, spannend und zusammengezählt wird am Ende. Philipp Geipel und Katrin Becker verlieren schon auf der ersten Prüfung über 30 Sekunden leider die falsche Reifenwahl. Es hat bei uns WP1 nach 3 Kilometern zu angefangen zu regnen. Wir waren komplett auf Slicks. Total ärgerlich für die zwei. Da haben wir dann vorne Regenreifen drauf gemacht, aber es wäre auch weder Fisch noch Fleisch. Es war halt echt WP1 ärgerlich, weil wir haben eine gewisse Startverzögerung, ein paar Minuten. Christian ist wohl noch beim Trocknen durchgekommen. Und bei uns hat es halt geschifft. Und es wird Herbst. Die WP3 findet schon komplett im Dunkeln statt. Dafür ohne Regen, aber wirklich trocken ist es auch noch nicht. Mit den Bedingungen kommen Marian Griebel und Tobias Braun am besten zurecht. Christian Riedemann und Nico Otterbach bewältigen die WP3 3,6 Sekunden langsamer. Damit ergibt sich am Freitagabend folgende Konstellation. Marian Griebel und Tobias Braun führen, Julius Tannert und Frank Christian 13,5 Sekunden dahinter, Christian Riedemann und Nico Otterbach momentan nur auf der 3. Wie sieht Vorjahressieger Philipp Geipel seine Chancen auf den Titel? Ja, mit 30 bis 40 Sekunden Rückstand wird es schwierig, aber das hat man letztes Jahr zur 3-Städte-Rallye auch am Freitag.
es muss alles passen, dass das möglich ist. Wir müssten gewinnen, Powerstage gewinnen und so weiter. Aber wir fahren unser Ding und dann gucken wir, was rauskommt. Alexander Kattenbach und Ann Felke fahren nicht nur ihr Ding, sondern haben auch noch Chancen auf den Gesamtsieg in der DRM2-Wertung. In der Saison waren sie eigentlich konsequent auf Platz 3 unterwegs. Aber die beiden Führenden, Christ und Sulzinger, haben in letzter Zeit, na sagen wir, etwas geschwächelt. Also haben wir hier beim letzten Lauf einen interessanten Dreikampf. Also das Ziel ist schon richtig Gas zu geben. Jetzt mit den Bedingungen heute Abend am Freitag hat sich die Situation natürlich eventuell wieder ein bisschen verändert. Deswegen müssen wir jetzt erstmal gucken, wo wir stehen. Und dann schauen wir für morgen neu. Raphael Sulzinger und Lisa Kiefer hatten ja in den letzten Läufen mehrfach technische Probleme. Dieses Mal müssen auf jeden Fall Punkte her. Allerdings geht Raphael dann doch ein bisschen sehr vorsichtig an die Sache ran, bis dann plötzlich Martin Christ und Lina Meter von hinten anklopfen. Genau, also ich hab mich gerade bei ihm bedankt, sage ich danke, weil das wäre sonst nichts geworden. Also es war nicht so einfach, wie es aussah, vielleicht jetzt auf der Zeitenliste, echt schwierige Bedingungen, wir waren mit komplett mittelharten Slick draußen, auf der 1, es war sehr sportlich, danach haben wir gewechselt, dann war ich zu vorsichtig, als ich dann Martin in den Rückspiegel gesehen habe, dachte jetzt muss ich mal schneller fahren, weil so wird das nichts. Martin Christ und Lina Meter wollten den Sieg in der DRM 2 eigentlich schon beim letzten Lauf nach Hause fahren, aber da kam dann doch was dazwischen, in Form eines kleinen Unfalls. In Saarland hatten wir ein bisschen Pech, ja, jetzt sind wir wieder gute Dinge, sind mit einem neuen Auto dabei. In der ersten Prüfung hatte ich leider die falschen Reifen vorne drauf, das ging eigentlich so gar nicht. Wir haben aber nur 9 Sekunden auf Raphael verloren. In der zweiten Prüfung hatten wir die richtigen Reifen drauf, da lief es dann bedeutend besser. Und das bedeutet, am Freitagabend in der DRM2-Wertung Raphael Sulzinger und Lisa Kiefer führen. Martin Christ und Lina Meter 8 Sekunden dahinter. Alexander Kattenbach und Ann Felke momentan nur auf der 5. Samstagmorgen, der Servicepark liegt wie erwartet im schönsten Sonnenlicht, so wie die Wertungsprüfungen auch. Wir schauen mal auf die DRM Trophy. Da ist Dennis Rostek auf dem Weg, Gesamtsieger zu werden, auch wenn es am Vorabend nicht optimal lief. Die Pace war heute Morgen sehr hoch. Ich war ja gestern nicht ganz zufrieden, wir hatten uns mit der Reifenwahl verzockt. Dementsprechend war der Hals heute Morgen sehr, sehr dick, wie man das von mir kennt. Ich wollte eigentlich gar nicht so eine hohe Pace gehen heute Morgen, aber das war schon gut, ja. Nun ist das mit der Trophy so eine Sache. Gesamtsieg ja, aber es gibt innerhalb dieser Wertung auch nochmal 2 verschiedene Wertungen, also Divisionen. Das versuche aber nicht ich Ihnen zu erklären, sondern die Experten. Ja, also es gab ja im Reglement diese 2 Divisionen, Division 1 für die neueren Baujahre der Autos und für Prioritätsfahrer. So, das heißt, egal ob du jetzt ein neues oder ein altes Auto hast und du bist Prioritätsfahrer, musst du automatisch in Division 1 fahren. Da ich kein Prioritätsfahrer bin, darf ich in 2 fahren. So, und jetzt erklärt mir Georg, warum er Prioritätsfahrer ist. Weil ich 2013 Deutscher Meister war und das zählt über die FIA und DMSB als Prioritätsfahrer. Der Dennis genauso, der war zwar kein Deutscher Meister, aber der hat an so vielen Veranstaltungen, an Masterläufen teilgenommen, dass er auch Priorität hat. Muss somit die Division 1 fahren. So, und dann kann jeder noch Gesamtsieger bei der Division werden. Richtig, in der Gesamtmeisterschaft sieht es jetzt eng aus. Ja. Jetzt warten wir es einmal ab, es wird spannend. Also ist eigentlich ganz einfach. Haben Sie das verstanden? Ja, ich versuche es noch zu verarbeiten. Danke. Ja, gut.
Okay, darauf kommen wir dann später nochmal zurück. Machen wir jetzt erstmal weiter mit der DRM. Samstagvormittag holen sich Marian Griebel und Tobias Braun 4 von 6 Wertungsprüfungen. Grundsätzlich läuft das jetzt alles nach Plan, das stimmt. 20 Sekunden sind für die restlichen 32 Kilometer grundsätzlich gut. Aber spannend ist der Kampf hinter mir natürlich auch. Und wenn Christian den gewinnen sollte, dann kommt es zu einem absolut finalen Showdown auf der Power Stage. Von daher haben wir bis jetzt noch gar nichts gewonnen, müssen genauso weitermachen und hoffentlich auch noch 10% Reserve dann für die letzte Prüfung haben. Ja, also läuft nicht schlecht, kann man so sagen. Wir versuchen Christian Riedemann hier als Lokalmatador im Schach zu halten. Für Marian nach vorne wird es ein bisschen schwer, da lässt er nicht so richtig rankommen. Da ist der Rückstand schon relativ groß. Für die Nachmittagsschleife sind einfach zu wenig Prüfungen, das noch aufzuholen. Ja, wir versuchen vor Christian zu bleiben und am Ende schauen wir. Also ich sag mal, diese Rundkursfahrerei, das ist ja, nicht das, was eigentlich zum Rallye-Sport gehört. Und wir haben nun mal 3 Stück davon. Die sind jetzt zum Glück vorbei. Jetzt kommt das richtige Rallye-Fahren. Bisschen bergauf, bergrunter und von A nach B. Also da geht es jetzt nochmal richtig um die Zeit und vor allen Dingen auch um den Fahrer. Schneller kann ich nicht fahren. Also das ist das Maximum, was möglich ist. Gerade jetzt die letzte WP, der Rundkurs. Jeder Bremspunkt hat gepasst. Einer war ein bisschen überschossen, aber das habe ich gut retten können. Habe dadurch keinen Verlust gehabt. Schneller geht's nicht. Nach 9 Wertungsprüfungen führen Marian Griebel und Tobias Braun vor Julius Tannert und Frank Christian. Christian Riedemann und Nico Otterbach auf der 3, was eine finale Entscheidung erst auf der Powerstage immer wahrscheinlicher macht. Schauen wir kurz rüber zu den elektrischen Opel und zwar erst einmal auf den letzten Lauf bei der Rallye im französischen Morzin. Eine Rallye vor gigantischer Bergkulisse mit sehr selektiven Prüfungen. Max Reiter und Conny Nemenich auf der 2 im Gesamtklassement. Um den 3. Platz duellieren sich der Österreicher Luca Prögelhoff und die Französin Sarah Rumeau. Karl Karberg mit seinem Vater auf dem Beifahrersitz hatte ja bereits einen Lauf zuvor knapp die Gesamtführung der Saison übernommen und konnte sie nun mit einem Sieg in Morzin weiter ausbauen. Das ist die beste Rallye, die wir in diesem Jahr gefahren sind. Trotz verschiedener Probleme, zum Beispiel einem Platten, konnten wir wieder aufholen und gewinnen. Ich bin sehr glücklich. Nur das mit dem Champagner muss er wohl noch etwas üben. Da waren die anderen schon längst vom Podium runter. Und hier in Stemwede nun die nächste Runde. Von Christian Lemke und Stefan Schneeweiß wussten wir ja schon vom Lauf in der Schweiz, dass sie Podium können. Hier hauen die beiden gleich mal richtig einen raus und holen sich den Sieg auf der ersten Wertungsprüfung. Leider ist die Party aber auch recht schnell wieder vorbei. Auf WP2 scheiden die beiden nach einem Unfall aus. Kalle Karlberg führt, wie ja schon erwähnt, den Cup an. Allerdings ist er hier doch etwas zögerlich unterwegs, auch wenn er sich das eigentlich etwas anders vorgenommen hatte. Ich schlafe nicht, aber ich war gestern etwas langsamer. Max war von Beginn an schneller. Ich weiß, dass ich mich nicht ausruhen kann. 11 Punkte Vorsprung sind nichts. Ich fahre einfach Prüfung für Prüfung, Rallye für Rallye und versuche alles zu gewinnen. Das ist schwierig, aber machbar. Ganz anders dagegen Max Reiter. So sieht Fahren am Limit im elektrischen Opel aus und auch ein bisschen darüber hinaus.
Max und Beifahrerin Conny Nemenich holen sich die Wertungsprüfungen 5, 6 und 8. Ja, genau. Wir müssen alles geben, dass wir die letzten zwei Läufe noch gewinnen können. Dass wir auch noch irgendwie eine Möglichkeit haben, die Meisterschaft nochmal umzudrehen. Bis jetzt läuft alles nach Plan. Wir liegen in Führung und machen weiter so. Allerdings drehen die Karlbergs den Spieß ab Wertungsprüfung 9 wieder um und fahren zurück an die Spitze. Sarah Rumeau und Julie Amblard fahren durchweg auf Platz 3, müssen den aber auf der 10. Wertungsprüfung an Luca Prügelhöff und Christina Ettel abtreten. Kalle Karlberg gewinnt am Ende auch souverän den Lauf hier in Stemwede und kann seine Führung weiter ausbauen. Für den Punktestand bedeutet das, Kalle Karlberg hat nun 17 Punkte Vorsprung auf Max Reiter, Luca Prügelhöff auf der 3, Sarah Rumeau könnte ihm diesen Platz noch streitig machen. Und wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück mit der Entscheidung im DRM-Zweikampf zwischen Christian Riedemann und Marian Grebel. Zurück beim Finale der Deutschen Rallye-Meisterschaft in Stemwede. Und da wollen wir zunächst mal noch erwähnen, dass Tarek Hamadi Spanjol sich den Gesamtsieg in der Nationals-Wertung holt, dass Andreas Dahms die Wertung der historischen Fahrzeuge gewinnt und dass Walter Gromöller offenbar seinen geliebten Ascona verkaufen möchte. Schauen wir jetzt auf die DRM2-Wertung. Alexander Kattenbach und Ann Felke erreichen hier Gesamtrang 4 und haben damit keine Chance mehr auf den Titel bei den Zweiradgetriebenen. Raphael Sulzinger und Lisa Kiefer hatten ebenfalls auf einen Titel gehofft und waren so schnell unterwegs, dass sie den Lauf hier in ihrer Wertung gewinnen konnten. Allerdings reichte Martin Christ und Lina Meter ein zweiter Platz, um den Saisonsieg in der DRM 2 nach Hause zu fahren. Nach 2022 zum zweiten Mal in Folge. Ja, wir haben uns natürlich den Druck selbst gemacht, leider. Im Saarland hätten wir das Ding schon nach Hause fahren können. Das war nicht so ganz einfach heute, das muss ich ganz ehrlich sagen. Lina musste mich da ein paar Mal wieder ein bisschen zurückholen, aber wir haben es glücklicherweise geschafft. In der Trophy gewinnen Oliver Bliss und Julius Simon die Division 2. Allerdings holen sich Dennis Rostek und Dennis Zenz den Sieg in der Division 1 und den Gesamtsieg in der Trophy. Ganz nebenbei fahren sie auch noch auf Platz 5 in der Deutschen Rallye-Meisterschaft. Ich bin ja vor 5 Jahren hier meine erste Rallye gefahren. Das sollte ja mein letztes Autorennen sein. Und seitdem bin ich jeden DRM-Lauf gefahren, außer einen Lauf, wo ich Corona hatte. Und es ist einfach immer wieder was ganz Großes für mich. Schauen wir aber jetzt mal auf das finale Duell zwischen Marian Grebel und Christian Riedemann. Tatsächlich spitzt sich der Kampf bis zur letzten Wertungsprüfung zu, allerdings mit dem denkbar schlechtesten Ausgang für Christian und Nico. Abflug, 3 Kurven vor dem Ziel. Ja, das ist Rallye-Sport, das kann mal passieren. Jetzt stecken wir hier im Graben fest, ist zum Glück nichts Schlimmeres passiert. Uns beiden geht's gut und damit ist die Saison natürlich nicht so geendet, wie wir es gern gehabt hätten. Julius Tannert und Frank Christian holen sich also in der Meisterschaft Gesamtrang 2. Die Vorjahressieger Philipp Geipel und Katrin Becker sind auf der 3. Christian Riedemann rutscht durch seinen Ausfall in der Meisterschaft auf Platz 4. Und die Deutschen Rallye-Meister 2023 heißen Marian Grebel und Tobias Braun. Ja, also war schon relativ viel Druck jetzt am Wochenende drauf. Wir waren 33 Punkte zurück nach Solingen, eigentlich schon fast aussichtslos.
Aber ich habe mir mal gedacht, wenn wir alle drei Rallyes gewinnen, dann besteht noch eine Chance. Wir haben die erste gewonnen, die zweite gewonnen und jetzt auch die dritte mit Power Stage gewonnen. Also alle 105 Punkte geholt seit dem Unfall. Und ja, letztes Jahr im Oktober war ich geknickt, habe es zum Finale dann ein bisschen versaut in bester Position. Das wollte ich auf gar keinen Fall nochmal passieren lassen. Und ich glaube, da haben wir von gestern der ersten Prüfung an keine Zweifel aufkommen lassen. Ich bin eigentlich immer tiefenentspannt bei der Rallye. Ich bin eigentlich nie wirklich aufgeregt. Aber immer bei der letzten Rallye bin ich, also gestern ging es mir ganz schlecht und auch heute den Tag über war ich ganz ruhig. Und jetzt, wo wir dann durchs Ziel gefahren sind und dann klar war, dass das, was wir gepackt haben, ist eine riesen Last von den Schultern gefallen und ich bin einfach nur mega happy, dass es gereicht hat. Im letzten Jahr haben noch 0,5 Sekunden gefehlt, aber dieses Jahr haben Marian Griebel und Tobias Braun den Sack zugemacht. Sie sind deutscher Rallye-Meister 2023. Pech am Ende für Christian Riedemann. Drei Kurven vor Schluss hat er noch das Auto weggeworfen, aber da ging es tatsächlich um alles oder nichts. Auch ohne diesen Unfall wäre Marian Griebel mit Sicherheit deutscher Meister geworden, denn er war so schnell, dass er einfach nicht zu kriegen war. Herzlichen Glückwunsch von uns. Das war die Saison 2023 und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Jahr wieder. Meine Damen und Herren.